Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso mit Let's Read Skyrim und wir sind hier noch immer in der Brauerei und wir sehen da die Ware Barentia Buch Nummer 4. Das haben wir schon einmal verweigert, werden es auch dabei belassen. Der Kuchen und der Diamant haben wir schon gelesen. Der Aufstand von Erzburg, das haben wir noch nicht gelesen, soweit ich weiß, und da schauen wir auch gleich mal rein. Der Titel, der Aufstand von Erzburg von Marveus C. Ihr hattet mir gesagt, dass sie, wenn ihr Bruder siegreich wäre, die Königin von Vexro sein würde und dass Rehmann sie aus rein politischen Gründen bei sich behalten würde. Aber ihr Bruder Helset hat verloren und ist mit seiner Mutter zurück nach Morwind geflohen. Doch Rehmann hat sie trotzdem nicht verlassen, um mich zu heiraten. Fürstin Gialene nahm einen tiefen Zug aus ihrer Wasserpfeife und blies den Rauch aus, der sich in ihrem goldenen Gemach verteilte. Ihr gebt einen sehr schlechten Berater ab, Kyle. Kyle? Ja, ich hätte in der Zeit den König von Wolkenrot oder Alninomor umwerben können, anstatt den elenden königlichen Ehemann von Königin Morgia. Kael war so klug, die Eitelkeit seiner Fürstin nicht mit der bloßen Andeutung zu reizen, dass der König von Erzburg seine dunmerische Königin vielleicht wirklich lieben könnte. Stattdessen gab er ihr einige Minuten, um sich zu beruhigen und von ihrem Balkon über die Paläste der antiken Hauptstadt zu blicken. Die Monde schienen wie Kristalle auf die tiefgrünen Gewässer des Abezeanischen Meeres. Hier herrschte immerwährender Frühling und er konnte gut verstehen, warum sie einen Thron in diesem Land Wolkenrot oder Alinor vorzog. Schließlich sagte er: Das Volk ist auf eurer Seite, durchlaucht. Sie finden keinen Geschmack an der Vorstellung, dass Rehmanns Dunkelelfen Nachkommen über das Königreich herrschen werden, wenn er einmal nicht mehr ist. Ich frage mich, sagte sie, ruhig, ich frage mich, ob da der König seine Königin aus politischen Gründen behält, nicht vielleicht die Königin sich aus Furcht von selbst zurückziehen könnte, wenn von allen Leuten in Erzburg verabscheut den Einfluss des Dunmer am stärksten. Ist das eine Fangfrage, durchlaucht? Fragte Keil. Die Trepitter-Mönche natürlich. Sie waren immer für rein altmährische Blutlinien und auf den Somerset-Inseln und natürlich besonders innerhalb der königlichen Familie, aber sie geben schwache Verbündete ab, eure Hoheit. Ich weiß, sagte Gialene und nahm einen weiteren Zug aus ihrer Wasserpfeife, während sich ein Lächeln in ihre Züge schlich. Moriga hat dafür gesorgt, dass sie keine Macht haben. Sie hätte sie allesamt ausgerottet. Hätte Rehmann sie nicht davon abgehalten, da die Mönche so viel Gutes für die Landbevölkerung tun. Was, wenn sie sich mit einer mächtigen Befürworterin wiederfänden? Einer mit intimen Kenntnissen des Hofes von Erzburg, der Hauptkonkubine des Königs, die sie mit Hilfe ihres Vaters, des Königs von Himmelswacht, mit all dem Gold versorgen könnte, das sie zum Einkauf von Waffen brauchen. Gut ausgerüstet und mit der Unterstützung der Landbevölkerung, das wäre ausgezeichnet, nickte Kael. Aber als euer Berater muss ich euch warnen, wenn ihr euch Königin Morgia entgegenstellt, müsst ihr alles auf eine Karte setzen. Sie hat von ihrer Mutter, Königin Barentia, die Intelligenz und den Durst nach Rache geerbt. Sie wird nicht wissen, dass ich ihr Feind bin, bevor es zu spät ist, sagt Gialene. Geht zum Kloster der Trepitter und bringt mir Bruder Lü. Wir müssen einen Angriffsplan entwickeln. Rehmann wurde 2 Wochen lang auf die wachsende Ablehnung innerhalb der Landbevölkerung hingewiesen. Die Bauern nannten Morgia die schwarze Königin, aber das war alles nichts Neues für seine Ohren.
Seine Aufmerksamkeit galt den Piraten auf einer kleinen Insel vor der Küste, die Gallus Lar genannt wurde. Sie waren in letzter Zeit immer dreister geworden und hatten damit begonnen, organisierte Raubzüge auf die großen königlichen Barken durchzuführen. Um einen vernichtenden Schlag auszuführen, hatte er dem größten Teil seiner Truppen befohlen, die Insel einzunehmen, eine Invasion, die er persönlich anführen würde. Einige Tage nachdem Remann die Hauptstadt verlassen hatte, brach der Aufstand der Trepidermönche los. Die Angriffe waren gut koordiniert und begannen ohne Warnung. Der Kommandant der Wache wartete nicht, bis er angekündigt wurde, sondern stürmte, gefolgt von aufgeregten Dienerinnen, in Morgias Schlafgemach. »Meine Königin«, sagte er, »es gibt eine Revolution.« Gialene dagegen schlief nicht, als Kael hereinkam, und die Neuigkeit zu überbringen. Sie saß am Fenster, rauchte ihre Wasserpfeife und schaute auf die Feuer, die in weiter Entfernung auf den Hügel brannten. »Morgia trifft sich mit dem Rat«, berichtete er. »Ich bin sicher, dass sie ihr mitteilen, dass die Trepidermönche hinter dem Aufstand stecken und dass die Revolution morgen früh die Tore der Stadt erreicht haben wird.« »Wie groß ist die Revolutionsarmee im Vergleich zu den verbliebenen königlichen Truppen?«, fragt Gialene. »Die Chancen stehen auf unserer Seite«, sagte Kael. »Allerdings vielleicht nicht so stark, wie wir uns erhofft hatten. Die Landbevölkerung ist offenbar groß darin, sich über ihre Königin zu beklagen, schreckt aber vor einem bewaffneten Aufstand zurück. Die Armee besteht hauptsächlich aus den Mönchen selbst und einer Horde Söldner, die das Gold eures Vaters angezogen hat. Obwohl das natürlich auch seine Vorteile hat. Sie sind professioneller und besser organisiert als der gemeine Pöbel. Sie sind in der Tat eine echte Armee, inklusive Fanfarenbläsern. Wenn das die schwarze Königin nicht zum Abdanken zwingt, dann vermag nichts das zu schaffen«, lächelte Gialene und erhob sich von ihrem Stuhl. »Die Arme muss vor lauter Furcht schon ganz verwirrt sein. Ich muss an ihre Seite eilen, um es zu genießen.« Gialene war enttäuscht, als sie Morgia aus der Ratskammer kommen sah. Wenn man in Betracht zog, dass sie vom Geschrei einer Revolution aus tiefen Schlaf gerissen worden war und die letzten Stunden damit verbracht hatte, sich mit ihrer dürftigen Streitmacht zu beraten, sah sie wunderschön aus. In ihren hellen Augen strahlte das Funkeln eines stolzen Trotzes. »Meine Königin«, schluchzte Gialene und zwang echte Tränen herbei, »ich bin sofort losgeeilt, als ich es erfahren habe. Werden wir alle getötet werden?« »Gut möglich«, antwortete Morgia schlicht. Gialene versuchte, ihren Gesichtsausdruck zu lesen, aber die Mienen der Frauen, besonders der fremdartigen Frauen, waren weitaus schwerer zu lesen als die von altmärischen Männern. »Ich hasse mich selbst dafür, dass ich auch nur erwäge, es vorzuschlagen«, sagt Gialene, »aber da ihr Zorn sich gegen euch richtet, könnte es sein, dass sie sich zerstreuen, wenn ihr den Thron aufgebt? Bitte versteht, meine Königin, ich denke nur an das Wohl des Königreichs und an unser eigenes Leben.« »Ich verstehe die Motivation hinter eurem Vorschlag«, lächelte Morgia, »und ich werde ihn in Erwägung ziehen. Glaubt mir, ich habe schon selbst daran gedacht, aber ich denke nicht, dass es so weit kommen wird.« »Habt ihr einen Plan für unsere Verteidigung?«, fragte Gialene und setzte einen Gesichtsausdruck auf, der mädchenhafte Hoffnung ausdrückte. »Der König ließ uns mehrere seiner königlichen Kampfmagier zurück«, sagte Morgia. »Ich glaube, der Pöbel denkt, dass wir nichts als Palastwaffen, Wachen und einige Soldaten haben, um uns zu beschützen. Wenn sie die Tore erreichen und mit Feuerbällen begrüßt werden, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass sie den Mut verlieren und sich zurückziehen. Aber gibt es denn keine Methode, mit der sie sich vor einem solchen Angriff schützen könnten?«, fragte Gialene mit ihrem besten besorgten Tonfall. »Wenn sie davon wüssten, sicherlich, aber ein ungeordneter Mob wird kaum Magier unter sich haben, die in den Künsten der Wiederherstellung bewandert sind
mit denen sie sich vor den Zaubern schützen könnten oder in der Mystik, mit der sie die Zauber auf die Kampfmagier zurückwerfen könnten. Das wäre das übelste Szenario, aber selbst wenn sie gut genug organisiert werden, um Mystiker in ihren Reihen zu haben, genug, um so viele Zauber zurückzuwerfen, es würde nicht geschehen. Kein Kommandant würde eine solche Verteidigung während einer Belagerung empfehlen, sobald er nicht ganz genau weiß, was ihn erwartet. Und dann, sobald die Falle zugeschnappt ist, zwinkerte Morgia, ist es zu spät für einen Gegenzauber. Eine wirklich sehr gerissene Lösung durchlaucht, sagte Kialene ehrlich beeindruckt. Morgia entschuldigte sich, um sich mit ihren Kampfmagiern zu treffen, und Kialene umarmte sie. Kael wartete im Palastgarten auf seine Fürstin. Sind Mystiker unter den Söldnern? Fragte sie schnell. Mehrere sogar, antwortete Kael von ihrer Frage überrascht. Hauptsächlich abgelehnte Bewerber aus dem Psychitorden, aber sie wissen genug, um die gängigsten Zauber der Schule anzuwenden. Ihr müsst euch aus der Stadt herausschleichen und Bruder Lim mitteilen, dass er vor dem Angriff die Frontlinie mit Reflexionszaubern schützen soll. Das ist eine äußerst ungewöhnliche Kampfstrategie, sagte Kael stirnrunzelnd. Das weiß ich, Dummkopf. Das ist es, worauf Morgia zählt. Eine Gruppe von Kampfmagiern wartet schon auf den Burgmauern, um eure Armee mit einer Salve von Feuerbällen zu begrüßen. Kampfmagier? Ich hätte angenommen, dass König Rehman sie mitgenommen hat, um gegen die Piraten zu kämpfen. Jeder hätte das angenommen, lachte Gialene, aber dann würden wir besiegt. Nun geht. Bruder Lim, stimmte Kael zu, dass dies eine ungewöhnliche, noch nie dagewesene Methode wäre, eine Schlacht zu gewinnen. Es verstieß gegen jede Tradition, und als Trepiter-Mönch stellte er Tradition über jede andere Tugend. In der jetzigen Situation blieb ihnen allerdings kaum etwas anderes übrig. Er hatte ohnehin schon zu wenig Heiler in seiner Armee, und ihre Energien konnten nicht für Widerstandszauber verschwendet werden. Bei Tagesanbruch war die Rebellenarmee in Sichtweite der glänzenden Türme von Erzburg. Bruder Lim versammelte jeden Soldaten, der auch nur die rudimentärsten magischen Kenntnisse besaß. Obwohl nur wenige die Kunst wirklich beherrschten, war ihre kombinierte Kraft nur schwer zu widerstehen. Eine gigantische Woge magischer Energie überflutete die Armee und durchzog alle mit ihren unheimlichen Macht. Als sie vor den Toren eintrafen, wusste jeder Soldat, sogar der Fantasieloseste, dass ihn für eine lange Zeit kein Zauber etwas antun können würde. Bruder Lilim sah zu, mit der großen Befriedigung eines Kommandanten, der einer undenkbaren Attacke mit einer ungeheuerlichen Verteidigung entgegengetreten war, wie seine Armee das Tor durchbrach. Das Lächeln verschwand schon bald aus seinem Gesicht. Sie wurden an den Festungsmauern nicht von Magiern, sondern von gewöhnlichen Bogenschützen der Palastwache empfangen. Als brennende Pfeile, wie ein roter Regen, auf die Angreifer niederprasselten, eilten die Heiler herbei, um den Verwundeten zu heilen. Ihr Heilungszauber prallte von den sterbenden Männern ab, einer nach dem anderen. Chaos brach aus, als die Angreifer sich plötzlich hilflos wiederfanden und einen panischen, unorganisierten Rückzug begannen. Bruder Lilim selbst erwog kurzfristig, die Stellung zu halten, bevor auch er die Flucht ergriff. Später schickte er wütende Mitteilungen an Fürstin Gialene und Kael, aber sie kamen zurück. Selbst seinen besten Agenten innerhalb des Palastes gelang es nicht, ihren Aufenthaltsort zu ermitteln. Keiner von beiden besaß frühere Erfahrung mit Folter, wie es sich herausstellte, und zur Genugtuung des Königs gestanden sie ihren Verrat schon bald. Kael wurde hingerichtet und Gialene schickte man mit ihrem Gefolge zurück an den Hof des Vaters in Himmelswacht.
Er sucht immer noch nach einem Ehemann für sie. Raymond dagegen beschloss, sich keine neue königliche Konkubine anzuschaffen. Das gemeine Volk von Erzburg sah in diesem Bruch mit dem Palastprotokoll einen weiteren schlechten Einfluss der schwarzen Königin und beklagte sich bei jedem, der bereit war zuzuhören. Okay, Leute, die Gialene war ja wirklich eine coole, durchtriebene und intelligente Frau, ja. Man soll sich nicht mit einer Königin anlegen. Ja Leute, das war wieder mal euer Toso für Let's Read Skyrim. Eine Geschichte aus der Honigbräu-Brauerei, nämlich der Aufstand von Erzburg von Marveus See. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso. Ciao.